Hallo zum vierten Teil Softwarearten zur Nutzung für berufliche Lehr- und Lernprozesse. Hui, im letzten Video haben wir uns mit Simulationen beschäftigt und mit VR- und AR-Anwendungen. Und hier geht's jetzt mit Volldampf weiter zum Thema Animation. Denn die Übergänge zwischen Simulation und Animation sind fließend. Animationen sind deutlich einfacher als Simulationen, da sie weit weniger interaktiv sind. Animationen sind Visualisierungen, die durch eine Abfolge von mehreren Einzelbildern den Eindruck von Bewegung erwecken. Damit das funktioniert, werden Animationen häufig durch sprachliche Erläuterungen ergänzt. Manchmal auch mit Begleittext. Hier seht ihr ein Beispiel eines Stop-Motion-Videos. Ebenso wie bei Simulationen können durch Animationen Prozessabläufe dynamisch dargestellt werden. Aber dabei können kaum Parameter verändert werden. Und ihr erinnert euch, hinter Simulationen liegen häufig komplexe mathematische Modelle. Didaktische Vorteile von Animationen sind unter anderem ihre Attraktivität und die motivierende Wirkung. Auch die Unterstützung des Erwerbs von prozeduralem Wissen durch die Schritt-für-Schritt-Modellierung von Handlungen. Und auch die Möglichkeit, dreidimensionale Strukturen und Prozesse darzustellen. Die können manchmal in der Realität nicht beobachtet werden, weil sie viel zu schnell oder auch zu langsam sind. Andererseits können Animationen aber auch ablenken. Sie können auch Lernende durch hohe kognitive Belastung überfordern. Oder durch ihre scheinbare Einfachheit zu der falschen Annahme verleiten, bereits alles verstanden zu haben. Damit das nun aber ein bisschen konkreter wird, schauen wir uns einfach ein paar Beispiele an. Die Links habe ich euch immer in grün angefügt. Das war eine gezeichnete Animation. Wie sieht's aus bei Augmented Reality Anwendungen? So, aber jetzt seid ihr dran. Schaut euch doch mal unter dem folgenden Link das Video an, was auf einer Baustelle alles so möglich ist. Ja, das war Software in Praxis und nun wird es noch ein bisschen theoretisch. Was sind eigentlich Learning Management Systeme, die LMS? Learning Management Systeme sind Träger digitaler Lernumgebungen. Und sie bieten einen äußeren Rahmen und Unterstützung für Lehr-Lernprozesse. Learning Management Systeme öffnen zeitlich und räumlich den begrenzten Klassenunterricht nach außen. Das Dokumentenmanagement ist Kennzeichen Nummer 1 von Learning Management Systemen. Informationsmaterialien können bereitgestellt werden. Und es ist möglich, Gruppenarbeitsergebnisse hochzuladen. Für die zeit- und ortsunabhängige Zugänglichkeit. Kennzeichen Nummer 2 sind die virtuellen Lernangebote. Angeboten werden unter anderem Lern- und Arbeitsaufgaben, Lehrfilme und Lernprogramme. Oder auch Texte. Kennzeichen Nummer 3 ist die Gruppen- und Benutzerverwaltung, die sogenannte Groupware. Eine passwortgeschützte Ordnerstruktur ist vorhanden. Es gibt eine Chatfunktion und eine E-Mail-Funktion für synchrone und für asynchrone Kommunikation. Aufgaben können automatisch abgegeben werden. Und selbstverständlich gibt es auch eine Prüfungsfunktion. So, und all diese Software, die wir uns in den letzten Videos angeschaut haben, kann in mehreren Varianten im Unterricht eingesetzt werden. In Varianten computerbasierten Unterrichts im Klassenzimmer. Wir sprechen da von Einzellernen oder Tandemlernen. Online gestütztem Gruppenlernen oder Online-Lernen im Klassenverband.
Und genauso auch bei Varianten rein virtueller Lehr-Lernarrangements. Das ist zum Beispiel Online-Teaching oder Online-Tutoring. Aber auch bei Online-Kooperation. Bis hin zum mediengestützten Selbststudium, dem Online-Learning. Nun bin ich gespannt, für welche Zwecke, in welchem Rahmen und mit welchem Ziel ihr welche Software später in eurem Unterricht nutzen werdet. In den nächsten Videos geht es jedenfalls um die mediendidaktischen Konzepte. Bis dahin, tschüss!